anstrengend auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Aber ein geiles Spiel, ein Kampfspiel, wo wir, glaube ich, über die Mentalität gekommen sind, uns am Anfang gleich reingebissen haben. Und am Ende denke ich aber auch völlig zu Recht gewonnen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich sehe es genauso, waren verdiente Punkte. Waren drei verdiente Punkte und wir haben es heute defensiv sehr gut gemacht und das war das Erfolgsrezept. Ja, es war eigentlich wie wir es geplant hatten gemacht, über außen hinter die Kette gekommen. Theo spielt den Ball, glaube ich, super. Ich laufe ein, sehe, dass der Gegner noch vor mir steht, nimm den noch einmal am Gegner mit vorbei und treffe ihn dann nicht ideal, aber mit Glück geht er rein. Ja, bei so einem Spiel, glaube ich, auch auf so einem Platz, wo jetzt Ball mal verspringt, der jetzt nicht tipptopp ist, ist es immer schwer, auch schön Fußball zu spielen und die Konter gut auszuspielen, weil immer mal ein Ball verspringen kann. Und ich glaube, Babelsberg ist so eine erfahrene Truppe, auch im Altersdurchschnitt. Die haben es uns natürlich nicht leicht gemacht. Und auch vorne kopfballstarke Spieler drin, wie Fran, die immer für ein Tor gut sind. Aber wir haben uns heute in alles reingeworfen, geschlossen als Mannschaft, komplett verteidigt. Und am Ende freuen wir uns einfach nur über diese drei Punkte. Und ich denke, es ist ein verdientes Ergebnis. Gute Partie. Danke. Ja, die größte Stellschraube ist eigentlich so die Abstände zwischen den einzelnen Linien, zwischen Verteidigung, Mittelfeld und Angriffslinie. Da haben wir mittlerweile sehr kleine Abstände, heißt wenig Räume für den Gegner und genau dadurch ist es schwer, ein Tor zu schießen. Das machen wir gut. Ja, es war sehr, sehr geil, logischerweise. Der Trainer hat schon gesagt, beim Reinkommen, jetzt hast du die Chance, ein Tor zu machen hier. Waren wenige Minuten Zeit, konnte die zum Glück ganz gut nutzen, nach einer sehr guten Eingabe vom Jan auch. Und im Endeffekt war es dann wichtig fürs Team, dass wir da den Deckel drauf gemacht haben, weil am Ende nochmal eine hitzige Phase gewesen. Und somit freut es mich sehr fürs Team, dass wir im Endeffekt hier 2-0 noch gewonnen haben. Auf der Team!